Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zum zweiten Part von Playing Kafka. Und es erwarten uns noch Brief an den Vater und das Schloss. Und während ich beim Schloss zumindest eine ungefähre Idee habe nach dem Prozess, wie es wohl umgesetzt sein wird, frage ich mich sehr, wie wird wohl der Brief an den Vater umgesetzt sein? Latoria wünscht sich ja schon die Verwandlung. Keine Ahnung, ob es mal dazu kommen wird. Immerhin ist das Spiel nicht ganz untergegangen. Der Titel hat immerhin 29 Bewertungen bekommen, davon alle positiv auf Steam. Es ist eigentlich grandios unterbewertet damit, hat viel zu wenig Aufmerksamkeit. Andererseits für so eine kommerzielle Plattform ist das schon okay. Vielleicht haben die Leute ja Bock, danach noch mehr zu machen. Ich weiß, von wem ich es nicht sehen will, und zwar von Disney. Da hätten wir wahrscheinlich so einen Klubscheu gegen Käfer, der uns erstmal ein furchtbar belangloses Lied über sein inneres, profanes Leben singt und dann bei Swing-Musik von irgendeinem Koch durch die Szene gejagt zu werden. Irgendwie sowas. Ja, das wäre zumindest das Absurde im Absurden. Insofern vielleicht auch nicht so uninteressant. Egal, ich laber schon viel zu lange. Wir gehen jetzt rein. Brief an den Vater, los geht's. Okay. Gut, ich muss mich wahrscheinlich wieder greifen. Ich sehe hier, Mauszeiger hat diesmal nicht so gut zu sehen. Okay, dann setz dich mal hin. Schreib deinen Brief. Ah, Schreibblockade. Oder was wird von mir erwartet? Ah. Liebster Vater. Oh, ich muss selber sortieren. Ich nehme mal an, er liest es selber vor. Darum werde ich einfach erstmal weiter zusammen basteln. Liebster Vater, du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich wusste dir wie gewöhnlich nicht zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor dir habe. Tja, welche Ironie. Seit jeher habe ich mich vor dir verkrochen. Zu Büchern, zu verrückten Freunden, zu überspannten Ideen. Okay, ideenreich, vielleicht zum Zufall nicht so geil, ne? Ich versuche es möglichst schnell zu machen. Ich bin nicht zu dir in den Tempel gekommen und habe mich nicht um dein Geschäft gekümmert. Im Geschäft hätte es mich sehr freuen müssen. Man kommt hier und da helfen, sich auszeichnen. Vor allem aber konnte man dich bewundern in deinem großartigen kaufmännischen Talenten, wie du verkauftest, Leute behandeltest, Späße machtest. Ah, okay. Jetzt sind wir da, worüber wir eben noch geschrieben haben. Guten Tag, Vater. Guten Morgen. Weiß gar nicht, ob das akkurat ist. War sein Vater eher so ein kräftiger Bulliger? Er selber war ja sehr gezeichnet von Krankheit, der gute Franz. Frau Janosch lässt ausrichten, dass Robert nicht kommen kann. Er ist krank. Wer soll für ihn immer einspringen? So ein räudiger Hund. Ja, das ist so Arbeitgebertum des vorletzten Jahrhunderts. Guten Tag, gnädige Frau. Was wünschen Sie?
Oh, das ist doch die Dame, die uns später unser Frühstück hätte bringen sollen. Guten Tag. Franz, geh nach hinten und packe die Waren aus. Dann mache ich das mal. Ah, okay. Ich hoffe, das folgt keinem bestimmten Muster. Okay, offenbar so Textilien waren. Hatte ich gar nicht mehr so vor Augen, was sein Vater für ein Geschäft hatte. Oh, es klingelt. Ab nach vorn. Ich bin der Franz. Achso, sie ist nur weg. Sag mir nicht, dass du fertig bist. Ja doch. Geh gucken. Doch. Gibt's ein Problem? Kannst du es nicht so machen, dass man sich darin auskennt? Es ist nach Farben, aber es soll wahrscheinlich eher nach Typen, ne? Sortiere es richtig ein. Okay. Geht klar. So besser? Was ist nun? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Achso, ich hätte auch fragen können, wie, ne? Egal. Vielleicht haben wir ja schon Treffer gelandet. Na endlich. Das hat aber lange gedauert. Uff, naja. Ich bin klein und kränklich. Dafür fand ich es ganz okay. Ja, aber macht es das Geschäft unleidlich. Es erinnerte mich allzu sehr an mein Verhältnis zu dir. Mir aber machte es das Geschäft unleidlich. Es erinnerte mich allzu sehr an mein Verhältnis zu dir. Keine Leistung konnte dich befriedigen. Ähnlich wenig unbefriedigt musstest du auch von mir sein. Ähnlicher Zusammenstoß zwischen uns ereignete sich unter ganz anderen Verhältnissen, etwa 20 Jahre später. Ich meine damit eine kleine Aussprache nach Mitteilung meiner letzten Heiratsabsicht. Guten Tag, Vater. Gut, ich bin zwar größer, aber stehe noch genauso unsicher da. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Gut, dass du hier bist. Hilf mir aufzuräumen und das Geschäft zu schließen. Und ich sehe hier gerade, wenn das wirklich sein Name ist, Hermann Kafka, habe ich mich beim letzten Mal geirrt. Dann hieß sein Vater doch nicht Josef. Können wir nicht erst einmal reden? Du sagst es mir später, wenn wir fertig sind. Ach na gut. Also arbeiten wieder, richtig? Nein. Was denn dann? Soll ich die Sachen jetzt wieder einräumen? Ich fürchte ja. Wahrhaftig. Was wolltest du also? Ich habe mich mit Julia verlobt. Wir möchten heiraten. Hat er nicht viel verkauft in den letzten 20 Jahren. Ich verstehe dich nicht.
Sie hat wahrscheinlich irgendeine ausgesuchte Bluse angezogen, wie das die Prager Jüdinnen verstehen. Und daraufhin hast du dich natürlich entschlossen, sie zu heiraten. Du bist doch ein erwachsener Mensch, bist in der Stadt und weißt dir keinen anderen Rat, als gleich eine Beliebige zu heiraten? So, das Konzept Liebe leuchtet ihm, glaube ich, nicht so ein. Gibt es da keine anderen Möglichkeiten? Wenn du dich davor fürchtest, werde ich selbst mit dir hingehen. Ob das ein Vorteil ist? Oh. Tiefer gedemütigt hast du mich mit Worten wohl kaum jemals. Meine Entscheidung für ein Mädchen bedeutete dir gar nichts. Ich glaube, das war zu der Zeit nicht ganz untypisch, oder? Die hatten halt nicht selten existenzielle Nöte. So riesenhaft in jeder Hinsicht. Und ich war für dich ein solches Nichts. Ja, das gibt's ja im Management auch, diese schöne Frage. Bist du ein Zwergenmacher oder ein Riesenmacher? Sein Vater war eindeutig ein Zwergenmacher. Es gab glücklicherweise allerdings auch Ausnahmen. Etwa wenn du während meiner letzten Krankheit kamst. Oh, trefflich visualisiert. Ein unangenehmer Krankenbesuch, würde ich fast meinen. Na komm, alter Mann. Achso. Nichts ist so groß wie mein Selbstmisstrauen. Interessant. Misstrauen, zu dem du mich erzogen hast. Mit jedem seiner Worte wird er für ihn kleiner. Mein Schuldbewusstsein stammt von dir. Spannend. Aus Rücksicht bliebst du auf der Schwelle stehen. Aus Rücksicht? Sicher? Aber zu seinen Gunsten könnte man auch annehmen aus Unsicherheit. Das heißt, gänzlich schuldlos an unserer Entfremdung. Aber ebenso gänzlich schuldlos bin auch ich. Ist das jetzt ein Fehler oder Absicht, dass ich das Ich nicht dazusetzen konnte? Würde ja nochmal an seinem fragilen Selbstbewusstsein passen. Meiner Meinung nach ist doch der Wahrheit so sehr Angenähertes erreicht, dass es uns beide ein wenig beruhigen und Leben und Sterben leichter machen kann. Ah, das war kurz. Ich würde aber trotzdem gerne den dritten Teil in einer extra Folge packen. Das soll schon ein Stück weit für sich stehen können. Ja, ich muss sagen, dieser Teil hat ein bisschen schwächer begonnen, aber die Visualisierungen waren wirklich wieder hervorragend. Die Stimmen gleich gar. Also es ist wunderbar eingelesen, es ist gut angelehnt am Original. Und das war ja auch die Essenz der Briefe an den Vater, dieses Gefühl ihm gegenüber. Das ist, denke ich, ganz gut rübergekommen. Es ersetzt in keinster Weise die Literaturvorlage,
Aber macht vielleicht auch Menschen, die das sehen, neugierig. Denn ich erinnere mich noch dunkel, als ich das gelesen habe. Da war ich Schüler, ich weiß nicht, 15 oder 16 oder so. Und ich fand es furchtbar sperrig und trocken. Und schwer reinzukommen, noch schwerer mitzufühlen. Ich glaube, so eine Versoftung stößt auch ein Stück weit die Tür auf zu solchen Werken. Und das ist nicht verkehrt. Und ich bin gespannt, wie es mit dem Schloss beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Bin sicher, das lade ich an einem Samstagvormittag hoch und dann lade ich am späten Nachmittag auch nochmal was hoch, für die, die Lust haben, sich das anzuschauen. Ich habe schon eine Idee, was. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.